Hallo ihr Lieben, ihr habt sicherlich gewartet schon auf ein Video, aber durch den Sturm ja, haben manche Schulen zugehabt und auch Kindergärten und von daher konnte ich mal nichts machen. Wie ihr wisst, ich hatte ja schon mal dieses 3D-Painting angefangen und aber ich habe das zwar so gemacht, aber ich habe es trotzdem auf meine Art und Weise weitergemacht, weil man kann sich manchmal gar nicht so verbiegen und ich wollte das Mäuschen auch nicht jetzt vermalen in dem Sinne, weil die Lelu ist seit langem, sehr langem ausverkauft und ich bin froh, dass ich die irgendwo noch gefunden habe und konnte sie wen abkaufen, das war leider nur der Kopf. Und die Teile habe ich dann dazu gekauft und ich glaube, die waren sogar von der Nathalie Blick. Und ja, die Lelu werden viele noch kennen. Und ich habe sie jetzt so fertig gepaintet und ja, sie ist geboren. Ich habe auch extra einen ganz tollen Körper, also ich mag diese Körper, weil man die richtig super gut legen kann. Also sie kann auch dadurch sitzen, weil sie einen richtigen Popo, also so einen ausgearbeiteten Popo hat. Dadurch kann sie auch sitzen. Ja. Aber das Köpfchen ist immer so gewichtet, dass man es auch ein bisschen halten muss eigentlich. Aber sie sitzt. So, das Painting zeige ich euch mal. Das habe ich dann fertig gemacht. Das ist halt meine Art zu painten. Ja. Ich habe dann auch ein bisschen Struktur mit reingebracht mit diesem Medium, was man bei Genesis Paint bekommt, mit diesen Varnish-Sachen. Da kann man dann auch noch ein bisschen eine Strukturgebung hier geben. So, ich wollte sie heute mit euch anziehen, die kleine Maus, weil ich habe sie so nur gefüllt und fertig gemacht, aber ich müsste sie noch messen und wiegen, bevor ich sie anziehe. Ne? Dann schauen wir mal, wie schwer sie ist, die kleine Maus. Wie schwer sie ist. Hoppala, bei mir steht alles rum. Ich habe jetzt einen Haufen Silikon wieder bestellt. Und ich muss noch zweimal Alina gießen. Zweimal Alina. Und was habe ich dann noch? Ach, ich muss noch einiges gießen. Ja, also dann wiege ich sie mal schnell. Die kleine Maus. Machst du das mal, was ich will? So, ich wiege sie mal schnell. Moment, gell? Einen kleinen Moment. Ich wiege sie mal schnell. 1300 und kann das sein, dass du so wenig wiegst? Nee. Na komm doch mehr. Na, 1700, also knapp 2000. 1700 wiegt sie. Upsala. Oh. Trotzdem bist du ein ganz schöner Propper. 1700. 1700. Die Größe. Na, süße, komm. Groß ist er jetzt. Oh, 55. Puh. 55 hätte ich nicht gedacht, dass es so groß ist. So. Dann die Windelchen habe ich extra zurechtgelegt. Einmal eine kleine Windel, einmal eine größere Windel. Zwecks Markenerkennung. Es ist keine Werbesendung, sondern nur Ini Sachen, die die Ini herstellt, sozusagen. Ne? Ja, das ist meine Werbung. Ja, unsere Werbung ist. Hoppala, ich muss immer ein bisschen runterziehen, dass ihr sie dann auch ein bisschen seht. Ne? Die süße Mausi und auch so, sie ist voll beweglich, ne? Also ich mag das dann, wie gesagt, mit diesen Körpern. Ich mag halt wirklich diese bestimmten Körper. Ganz bestimmte. Jawohl. So, die kleinere Windel. Jetzt kommt noch eine Nummer größer. Eigentlich hat sie schon alles gut ausgearbeitet, wie der Popo, ne? Das ist eigentlich ganz toll gemacht. So, ich tue es euch mal hoch.
dass ihr seht. Also die kann man richtig toll wickeln. Auch die Beinchen sind schön, weil ihr könnt dem Baby wirklich Kleider und alles Mögliche anziehen, weil die Beine lang sind. Die Arme sind ein Viertel, also kann man bis daher tragen. Ich habe extra mir so ein Body noch ausgesucht für sie. Den kann man dann auch im Sommer tragen. Sieht aus wie ein Spieler, ne? Den habe ich mir als Body ausgesucht. Genau. Für die kleine Mausi. Für die kleine Maus. So. Ja. Mal schauen, ob es passt. Du bist ja doch ein kleiner Brocken. Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du schon trotz allem so groß bist. Ne? Aber so ist es nun mal. Ne? Da steckt man nicht drin. So, in den Spielerlein. Ja, bei den Ribbons ist natürlich der Vorteil, da muss man nicht ganz so vorsichtig machen wie von den Silikonen. Deswegen mag ich auch ganz gerne diese Ribbons, ne? Mhm. So, ich zeige es euch dann einmal von Weitem. Da kommt nämlich dann auch das Painting besser zur Geltung. Also es ist einfach meine Art zu painten. Ich denke, da hat jeder auch seine Bemalung, zum Beispiel mit den Babys. Da hat jeder so seins. So, komm her, Schatz. So würde es ausschauen, wenn man es auf dem Arm hat. Sie ist natürlich auch nicht allzu schwer. Sie hat einen Magnet. Ja. Ich finde, sie liegt auch ganz gut im Arm. Und das Köpfchen muss man auch immer ein bisschen mithalten und stützen, weil ich das immer ein bisschen hinten beschwere. Ja, ist ja ein Baby, ne? Ich habe sie auch leicht ethnisch gefärbt. Seht ihr schon, ne? Ein bisschen kräftiger, weil sie ist ja doch ein bisschen so mit den dicken Lippen und so. Und die sah auch von Haus aus schon immer so recht hübsch aus. Ja, die Lelou, das ist schon wirklich ein ganz tolles Baby gewesen. Und die war, glaube ich, auch mit Zertifikate und so. Also da hat man nur ein paar bekommen und dann war Schluss, ne? Ja, ich selber hatte auch einen Bausatz von ihr gehabt. Und ich habe sie, glaube ich, auch ethnisch gemacht. Hm. Genau. Jo. So, jetzt habe ich was ganz Süßes rausgesucht für sie. So ein schönes Outfit. Mal schauen, ob jetzt das alles passt. So ein Mützchen. Dann, oh, das schaut toll aus. Schaut mal. So ein Strampelchen. Ist auch eine tolle Struktur drin mit Sternchen. Dann hat sie so kleine Fäustlinge. Das ist so richtiger Niki-Stoff. Auch da die Stände ist so Niki-Stoff. Und dazu gibt es noch einen ein Schnuffeltuch. Genau. Ein Schnuffeltuch. So, jetzt ziehen wir sie mal an. Ich mache die Etiketten aber weg, gell? Ihr seht ja, dass es frisch war. So, genau. Du kleiner Schatz. Hoffentlich passt dir das. Oh. Da sucht man was raus und dann, oh, ich sehe das schon. Ach Gott, nein, das ist zu knapp. Ach Gott, du Pummerchen, jetzt muss ich noch was anderes raussuchen für dich, du Schatz. Oh, schade. Nix da, müssen wir wieder reintun. Ach, nein, Hilfe. Ich bin zu dick, ich bin zu groß. Kleines Pummerchen, muss ich mal bei den größeren Sachen nachschauen. Ich lege es euch mal dahin. Könnt ihr sie noch ein bisschen anschauen, die kleine Hunde. Ich muss echt jetzt mal bei den größeren Sachen durchschauen. 60. 60, 60. Da habe ich gar nicht so viel, weil so große Babys mache ich eigentlich gar nicht. So. Tja. Dann muss ich Ihnen sogar noch was kaufen, wenn es so weitergeht hier. Was? Ah ja, ein Mini-Po. Eine Mini-Po. Das riecht gut. Eine Mini-Po. Dann habe ich noch ein Mini-Po in Mint. Eine Mini-Po in Mint. 62, 68.
auch wieder so eine Sache. Das sind alles Bubensachen. Und was ist das da? 4 und 5. Ach nee, das war was anderes. Das war was anderes. Nee, das ist Bub. Das ist alles Bub. Eieiei. Wenn nicht, muss ich nochmal einkaufen gehen. Ich habe wohl drin auch noch was. Nee, das ist zu klein. Das ist viel zu klein. Das ist zu klein. Nee, dann müssen wir einkaufen gehen, ne? Die 56. Nee. Nichts mit 56. Das andere sind bloß Kleidchen. Just, wir haben ein Problem. Ach, Kerl. Ja. Schauen wir mal, ne? Ob das da reinpasst, du Süße. Ja, das glaube ich, sieht schon besser aus. Ich mag das auch nicht, wenn es dann zu eng dran liegt. Ich mag eigentlich die Sachen, wenn sie auch ein bisschen größer sind. Ach ja. Ja, mit Winnie Pooh sehen sie auch immer alle schön aus, ne? Ja. Schauen wir mal. Kleiner Schatz. Das gehört. Ja, die Druckknöpfe, ne? Eieiei. Nee, ich glaube, da muss die noch Mami einkaufen gehen. Das gehört hier oben irgendwo hin, oder? Nee, ich knippel mal von unten nach oben. Ich glaube, das ist besser. Hier. Ja, von unten nach oben, genau. Dann haben wir alle Knöpfe. Ja, ich glaube, das ist wieder ein bisschen zu groß, ne? Finde ich jetzt. Nein, Schatz, nein. Jetzt wollte ich sie mit euch anziehen. Die kleine Mausi, und das ist das Ende vom Lied. Nichts mehr da. Das andere ist alles bloß noch 54. 54. Hm. 54. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal rein in der 54. Da hätten wir was Süßes, ne? Aber ich glaube, das ist auch 56. 56. Aber das ist noch ein Winter. Ein Winteroutfit. Das ist ein Schlofi. 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 Das sind die Teile. Ach, meine Güte. Ach, das sieht ganz gut aus. Schaut mal. Ist doch auch hübsch mit den Figürchen. Ich glaube, das ist ein bisschen kleiner. Ja. Das ist ein bisschen kleiner. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kriegen wir schon noch, ha? Das kriegen wir noch schon. Da kriegst du ein paar Puschen oder dann noch ein paar Säckchen dazu. Geil, du siehst ja. Jo. Also, das geht nicht. Das ist wiederum zu groß. Aber von der schönen Firma da, wo ich auch die Sachen her habe, habe ich jetzt auch noch diese Strampelchens. Und die gehen dann, glaube ich, hinten am Popo. Gehen dann zum Schließen. Die sind auch schön. Ah ja, das sieht ja schon gleich ganz anders aus. Einmal frei. Das passt. Das passt den Schnuckel. Aber irgendwann werde ich auch noch mal ein paar schöne Fotos machen mit ihr. Schöne Fotos machen wir dann mal noch mit ihr. Mit der süßen Mausi. Und dreht mit dem Köpfchen. Und beim Köpfchen drehen, ich meine, das wisst ihr eigentlich schon, glaube ich, bei der Viola, die sagt es auch immer wieder, bitte an den Ohren. An den Ohren und dann drehen das Köpfchen. Ne? Genau so. Ich zeige es euch dann gleich. Passt wie angegossen. Super. Das ist für sie die richtige Größe. So, das ist eine 60. Beziehungsweise in Frankreich musste, glaube ich, dann noch einmal eine Nummer runterrechnen. Und zwar ist das dann die 58. Ja. Oh, schaut mal, das sieht doch so süß aus. Gold, das Strampelchen mit den Vögeln. Da. Ach ja. Das sieht so richtig toll aus, die kleine Maus. Also, was heißt klein? Also, sie ist schon ganz schön, ne?
Hätte ich nicht gedacht, dass du so ein Brummer bist hier, dass du so ein großes Mädchen bist. Ja? Jo. Oh. Also so würde man es gar nicht unterscheiden können, ob das ein echtes ist oder nicht, finde ich jetzt. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch. Könnt ja mal Feedback geben. Und dann mache ich nochmal ein paar schöne Fotos. Genau. Und sagt mal was zu meinen. Ich meine, gut, das 3D habe ich im Prinzip schon gemacht, ne? Aber ich habe einfach bloß meine Art zu malen gemacht. Das Painting. Ach, bist du eine Hübsche. Ja, manchmal muss man sich das selber überlegen, ob man sie nicht behält, ne? Ich bin immer hin und weg von dem Babys. Wo habe ich denn deinen Schnuller jetzt? Mit dem Schnuller habe ich immer Probleme. Den nehme ich dann auch mal. Ja, Schnuller ist immer, wenn die Lippen immer ziemlich dick sind und alles, da muss man mal zuschauen, dass man Schnuller so einigermaßen dann hinbekommt, dass sie noch einen Schnuller nehmen können. So, und die Jacke hatte ich noch für sie rausgesucht. Das muss ich dann wegtun. Die habe ich mir mal gekauft. Die habe ich mal gesehen. Das Geschäft sage ich jetzt mal nicht, ne? Weil wir hier ja in der Öffentlichkeit sind. So, jetzt ziehen wir mal das Jäckchen an. Und dann schaue ich nochmal nach einer Mütze. Nach einer schönen Mütze. Die schönen Nägelchen. Manchmal ist man wirklich selber verliebt in seinen eigenen Sachen. Vor allen Dingen die Lelu, wie schon gesagt, die gibt es halt nicht mehr. Nur noch gebraucht. Neu gibt es die nicht mehr. Das ist wirklich die letzte hier. Fast hundertprozentig die letzte. Außerdem, es hat jemand noch irgendwo den Bausatz liegen. Dann natürlich nicht. Aber so an sich gibt es die Süße nicht mehr. Nein, du Schatz. Da gibt es dich nicht mehr. Nee, nee. So. Oh, das ist schon ein ganz schönes Mäuschen. Cool. Ja, und so kommt es auch viel besser zur Geltung, ne? Wenn man das mal so sieht. Jo. Oh, da kann ich immer Stunden verbringen. Ich habe bloß die Zeit nicht, weil. Nee. Ich habe bloß die Zeit nicht. Nee, du schnuffelst nicht wie die Sillys, ne? Nee, nee. Aber die Klamötchen riechen oft immer als, ne? Weil ich da immer ein bisschen was mit reinlege, damit die Sachen mal ein bisschen nach was riechen. Jetzt suchen wir mal eine schöne Mütze noch. Vielleicht finden wir was. Und wenn nicht, dann suchen wir einfach mal noch eine. Ich lege dich mal ein bisschen hier runter. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wie ich euch gesagt habe, mit dem Körper. Also man kann dann wirklich das Baby richtig gut legen. Ja, also weil das hier schräg runter geht. Aber das geht wunderschön hier. Die macht so schöne Stellungen dadurch. Und da können wir sie auch richtig schön bewundern, wenn sie so da liegt. So, ich schaue mal in meiner Wunderkiste, was wir da drin haben. Ich glaube, die habe ich in Urlaub gestrickt, einfach so mal. Die habe ich zum Teil ziemlich hoch gestrickt, ne? Ziemlich hoch. Deswegen. Ach nee, die ist süß. Ach gut. Ach, das sieht so richtig knuffig aus. Ach Gott, oder? Schaut mal. Oh, so eine Zuckerpuppe. Eine kleine Zuckerpuppe. Ach Gott, na. Ich muss euch sagen, mit Klamötchen sehen sie alle wunderschön aus, gell? Aber ihr habt sie ja auch nackig gesehen. Ach Gott, ist die süß. Ich sag's schon. Das werde ich immer noch überlegen. Ach, bist du ein Herzensbaby. Da geht die Sonne auf. Ich kann es ja mal noch in Weiß probieren. Ich habe sie noch in Weiß. Aber ich glaube, das Rosa steht ihr sehr gut. So richtiges Rosa-Mädchen. Ein rosa Baby. Ein rosa Baby, ne? Es sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Aber ich denke, rosa ist besser. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich denke, rosa steht ihr besser. So. Gell? Und das sagen wir jetzt. Tschüssi.
Wir spielen wahrscheinlich noch ein klein bisschen weiter. Man darf ein wenig kuscheln. Und wie gesagt, demnächst noch ein paar Fotos. Und ich wünsche euch viel Spaß heute. Genau, geht's wegen Kaffee trinken. Macht euch einen schönen Tag. Der Sturm, naja, gut, ein bisschen ist schon noch. Und bei uns schneien und alles Mögliche ein bisschen. Aber ja, gut. Ich wollte, mach dann mal weiter. Weil ich habe noch ein paar Silikonis liegen, die müssen noch gefärbt werden. Und ja. Und ein paar Ribbons möchte ich auch machen, weil ich liebe ja auch die Ribbons. Die sind so schön. Und die sind halt total unempfindlich. Ne? Vor allen Dingen sie hier jetzt, bloß mit dem Painting. Ne? Genau, ich zeige es euch noch mal ganz nah. Wegen der Färbung. Da könnt ihr mir ja mal schreiben, ob es euch gefällt. Die kleine Zuckerschnitti. Das kleine Zuckermäuschen. Genau. Die Fingerchen. Ich weiß noch, ob man die Nägel sieht. Ja, und sie hat halt eine richtige schöne Struktur. Richtig schöne Hautstruktur. Ja, und wie gesagt, das Painting ist halt mit diesem 3D. Ich habe es bloß ein bisschen auf meine Art und Weise gemalt, ne? Also dann, Tschüssilein, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Tschüssi.